ZDF heute live, herzlich willkommen. Im größten deutschen Wirtschaftsskandal gibt es neue Entwicklungen. Und wie es aussieht, geht es dabei längst nicht mehr nur um Wirtschaftskriminalität, sondern auch um Spionage. Im Mittelpunkt der Finanzdienstleister Wirecard und sein ehemaliger Unternehmensvorstand Jan Marszalek. Im Sommer 2020 wird bei Wirecard ein milliardenschwerer Betrug bekannt. Milliarden sind verschwunden. Jan Marszalek setzt sich nach Russland ab. Seitdem wird weltweit nach ihm gefahndet. Neue Recherchen, unter anderem vom ZDF und vom Spiegel, haben jetzt aufgedeckt, dass Marszalek nach seinem Verschwinden, aber auch schon Jahre davor, mit dem russischen Geheimdienst zusammengearbeitet hat. Wir sprechen gleich mit zwei Reportern, die an dieser Recherche beteiligt waren. Außerdem ist mir gleich zugeschaltet Roderich Kiesewetter von der CDU. Der ist nämlich der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums und mit ihm wollen wir auch über diese neue Recherche und mögliche Konsequenzen daraus sprechen. Wenn ihr Fragen und Gedanken zum Thema habt, dann könnt ihr die wie immer gerne direkt im Chat mit uns teilen oder ihr schickt sie uns per Mail an die eingeblendete Mailadresse. Ja, und mir zugeschaltet sind jetzt Thomas Schulz, er ist der Chefreporter beim Spiegel, und Nils Metzger von ZDF Frontal. Guten Abend an euch beide. Hi, guten Abend. Hey, hallo. Thomas, vielleicht fangen wir einmal mit dir an. Wie seid ihr Jan Marszalek jetzt auf die Spur gekommen? Naja, verfolgen tun wir ihn natürlich, wie viele andere Journalisten auch schon seit vielen Jahren. Diese Geschichte ist jetzt sehr konkret geworden, weil sich tatsächlich neue Informationen auf verschiedenen Ebenen ergeben haben. Es gab ein großes Leak in Datenbanken, wo man Zugriff bekommen konnte auf Passdaten zum einen. Und wir tatsächlich mit einer Gesichtserkennungssoftware nach ihm gesucht haben. Wir ahnten ja schon, dass er in Russland sein würde. Und zum anderen haben sich aus verschiedenen Geheimdienstbereichen und aber auch aus verschiedenen Quellen, die im Umfeld von Jan Marszalek sich bewegen, einfach neue Informationen ergeben, die wir mit einem großen Reporterteam nachgegangen sind. Und das hat man alles zusammengenommen und dann ergibt sich dieses Bild, das uns tatsächlich dann auch verblüfft hat, wie weitreichend seine Beziehungen zu den russischen Geheimdiensten schon so lange sind. Jetzt ist das ja eine extrem komplexe und aufwendige Recherche, das werden wir im Laufe dieses Streams auch noch lernen. Vielleicht noch einmal kurz, wann habt ihr damit losgelegt, beziehungsweise wann hat sich da für euch ja ein Verdacht ergeben, dass ihr da die Recherche gestartet habt? Also eigentlich läuft die Recherche seit seinem Verschwinden immer durchgängig, aber jetzt ganz konkret Indizien, dass sich das verdichtet alles, das ist so seit anderthalb Jahren. Nils, jetzt habe ich es eingangs schon gesagt, also es geht um mögliche Verbindungen zum russischen Geheimdienst, im Fokus eben Jan Marszalek und auch der Finanzdienstleister Wirecard. Warum ausgerechnet dieses Unternehmen, warum scheint ausgerechnet dieses Unternehmen so interessant zu sein für den russischen Geheimdienst? Ja, um einmal ganz vorne anzufangen, Wirecard war ein Finanzdienstleister, damit konnte man im Internet verschiedenste Dinge bezahlen. Er hat damit geworben, besonders anonym zu sein. Man musste wenig Informationen über sich preisgeben. In den Anfangsjahren waren das deswegen auch sehr, sehr viele Zahlungen im Bereich Glücksspiel, im Bereich Pornografie. Das Unternehmen ist sehr, sehr rasant gewachsen über Jahre hinweg. Und diese Arten von Geldtransfers, von Geldflüssen, können für Geheimdienste, für Spione überaus interessant sein. Das heißt, man hat einmal die Person Jan Marszalek, man hat aber auch das Unternehmen Wirecard und beide stehen deswegen auch im Fokus von Recherchen. Mhm. Dieser Fall ist sehr komplex und ich würde vorschlagen, damit wir jetzt alle wissen und alle, die uns auch zuschauen, worum es hier eigentlich geht, dass wir uns einmal ganz kurz einen Überblick verschaffen. Und das Wichtigste haben Christian Rode und Ulrich Stoll für euch zusammengefasst. Ex-Wirecard-Chef Jan Marszalek mit langem Bart auf dem Roten Platz in Moskau, seit seiner Flucht der meistgesuchte Mann Europas. Der Österreicher nutzte seit Herbst 2020 einen verfälschten russischen Pass, Deckname Konstantin Bajasow. Das belegen Recherchen von ZDF Frontal, der russischen Investigativplattform The Insider, Standard und Spiegel. Es ist undenkbar, dass das auf dem kleinen Dienstweg geschieht. Und wenn man sowas tun will, dann braucht man die aktive Unterstützung des Sicherheitsapparats. Lipezk, rund 400 Kilometer südwestlich von Moskau. Der echte Konstantin Bajasow ist ein orthodoxer Priester. Ihn anzusprechen scheint uns gefährlich. Marszaleks Doppelgänger wirkt wenig überrascht, als wir ihn aus Deutschland anrufen. Ist Ihnen der Geschäftsmann Jan Marszalek bekannt? Ich habe Ihnen gesagt, dass Sie als Journalist begreifen müssen, dass wir nicht mit Ihnen reden können.
Marschalek hatte schon vor seiner Flucht beste Beziehungen in den russischen Sicherheitsapparat, war befreundet mit Stanislav Petlinski. Der Russe pflegt Kontakte zum Militärgeheimdienst GRU. Marschalek reiste mit ihm 2017 nach Palmyra ins syrische Bürgerkriegsgebiet. Wollten Geheimdienste ihn testen? Hat Marschalek den einstigen DAX-Konzern in russische Geheimdienstaktivitäten eingespannt? Über Wirecard wurden auch V-Leute des BKA bezahlt. Sicherheitspolitiker fordern Aufklärung. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man mit einem Sonderermittler jetzt in diesem konkreten Fall versucht, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Jan Marschalek ist weiter auf der Flucht, bisher unerreichbar für deutsche Fahnder. Thomas, das ist ja eine Recherche, eine Investigativrecherche, bei der ihr, du hast es gerade auch schon angeschnitten, auf Recherchemittel zurückgegriffen habt, die derer sicher auch Geheimdienste in Teilen bedienen. Wenn du uns da noch einmal, natürlich geht es auch für euch darum, Quellen zu schützen, aber nimm uns bitte einmal so weit mit, wie das irgendwie möglich ist. Wie seid ihr bei dieser Recherche im Detail vorgegangen? Ja, zum Beispiel, als wir den Hinweis bekommen haben, dass es dieses Leak in der Passdatenbank gibt, haben wir die entsprechenden Verantwortlichen kontaktiert. Wir haben auch Mitarbeiter in Russland, mit denen wir zusammenarbeiten an solchen Fällen. Und wir haben sie gebeten, uns dabei zu helfen, einfach mit einer Gesichtserkennungssoftware diese Passdatenbank zu durchsuchen. Und zu schauen, findet man, wenn man mit einem Bild von Jan Marschalek sucht, findet man ihn vielleicht in dieser Passdatenbank. Und wir waren dann total verblüfft, als das auch funktioniert hat. Und man findet tatsächlich eine Passakte mit einem völlig anderen Namen, eben von diesem russischen Priester, aber mit dem Bild, das eindeutig erkannt wurde, von Jan Marschalek dahinter. Das war dann natürlich ein Ansatzpunkt, um zu sagen, da müssen wir noch weiter hinterher steigen. Und dann findet man natürlich noch in anderen Bereichen, wenn man einmal so einen Hinweis hat, auch andere Datenbanken, in denen man zum Beispiel Flugbewegungen finden konnte. Man findet Handynummern, man findet Personen, die in diesem Umfeld sich bewegen. Und wenn man alle diese Indizien dann erst einmal hat und versucht zusammenzubringen, dann ergibt sich halt eben dieses Puzzleteil. Auf einmal tauchen eben Personen auf, die man finden kann, die man versuchen kann anzusprechen. Und das ist natürlich tatsächlich eine Recherche, wie sie ähnlich auch Sicherheitsdienste normalerweise durchführen. Und auf dieser Ebene haben wir uns eben auch bewegt. Bevor wir gleich nochmal über einzelne Personen auch sprechen, die da möglicherweise entscheidend waren, Nils, vielleicht an dich noch einmal die Frage, damit wir das verstehen. Wir haben es ja auch als Überschrift unserer Sendung damit versehen, Jan Marschalek, russischer Spion. Also wie weit reichen diese Verbindungen, die ihr da aufdecken konntet, zum russischen Geheimdienst? Zu Anfangs stand ja Jan Marschalek im Fokus als Betrüger, als Top-Manager. Und dieses Bild wandelt sich so langsam. Am Anfang hat man gedacht, diese Geheimdienstgerüchte, da sei viel Selbstdarstellung dabei, da sei viel Protzerei gewesen. Ja, er interessiert sich für dieses Thema, aber es war nicht ganz klar, wie konkret das tatsächlich ist. Und da sind jetzt durch diese neuen Recherchen sehr, sehr viele konkrete Details ans Tageslicht gekommen, dass er Netzwerke hatte von ehemaligen, von aktiven Geheimdienstlern, die ihm Informationen zugearbeitet haben, die Informationen gesammelt haben über konkrete Zielpersonen. Das sind Netzwerke in verschiedenen Ländern. Und das zieht sich auch noch in seine Zeit nach seiner Flucht 2020 nach Russland, wo in Großbritannien aktuell Prozesse laufen, wo er weiterhin Netzwerke an Informationszuträgern unterhalten haben soll. Die Kontakte in die russischen Geheimdienstnetzwerke sind teilweise sehr schwierig zu durchschauen, weil unklar ist, ob bestimmte Kontaktpersonen aktive Vertreter eines russischen Geheimdienstes sind. Da gibt es auch viele verschiedene. Oder ob sie nur im Umfeld dieser Dienste aktiv sind. Das heißt, man muss dann zum Hintergrund dieser Personen recherchieren, die man natürlich auch nur sehr schwierig erreichen kann, um herauszubekommen, wie konkret sind deren Zugänge zum russischen System, was für eine Geschichte haben diese Leute, kommen die aus dem russischen Militär, sind sie immer noch dort und für wen machen sie das Ganze eigentlich? Ist das ein Privatunternehmen, ist das offiziell im Auftrag des russischen Staates? Und da sind auch teilweise weiterhin noch viele Fragen offen. Du hast es gerade. Lange gilt Wirecard als Vorzeigeunternehmen der deutschen Wirtschaft. Das Unternehmen schafft es 2018 in den DAX. Zu dem Zeitpunkt ist Wirecard mehr wert als die Deutsche Bank. Dann kommen Berichte über zweifelhafte Transaktionen auf, Milliarden verschwinden spurlos. Jahrelang fälschen Wirecard-Manager die Bilanzen
ohne dass es der Finanzaufsicht BaFin auffällt. Im Juni 2020 muss das Unternehmen Insolvenz anmelden. Vorstandsvorsitzender Markus Braun gibt bekannt, dass in den Bilanzen Belege über 1,9 Milliarden Euro fehlen. Angeblich Geld aus dem Asiengeschäft, zuständig dafür Jan Maschalek. Inzwischen steht Markus Braun vor Gericht. Er sieht sich nicht als Täter, sondern Opfer einer Bande rund um den ehemaligen Vertriebsvorstand Jan Maschalek. Der bleibt weiterhin verschwunden und ist untergetaucht. Die Wirecard-Insolvenz gilt als einer der größten Wirtschaftsskandale in Deutschland. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen was zu Wirecard erfahren, Thomas. Welche Verbindungen, wir haben jetzt schon ein bisschen gehört, welche Rolle da Jan Maschalek offenbar eingenommen hat, euren Recherchen zufolge, aber welche Verbindung hatte denn Wirecard nach Russland? Naja, Wirecard hatte natürlich Geschäftsinteressen in Russland und das war auch der Grund, warum Maschalek überhaupt anfing, nach Russland zu reisen, so 2010, 2011 und dann auch sehr häufig, weil sie versucht haben, dort Geschäfte aufzubauen. Das klappte aber nicht richtig mit den Geschäften, so wie sie sich das vorgestellt haben. Und in dem Moment, wo die großen Deals, die da angestrebt wurden, unter anderem mit Telekommunikationsdienstleistern und mit der Moskauer Metro, für die man Bezahlsysteme entwickeln wollte, als das nicht funktionierte, Und es alles in Bach runterzugehen schien, da bekam er auf einmal einen neuen Kontakt präsentiert. Eine Frau, die ist Natalia Slobina, die ihm auf einmal helfen sollte, wieder Fuß zu fassen und diesen Geschäftsdeal zum Laufen zu bringen. Und wir vermuten, und das vermuten auch westliche Geheimdienste, dass sie als so eine Art Honigfalle oder im Geheimdienstsprech sagt man irgendwie Honey Trap, Honigfalle, fungiert hat. Also dass man sie als Liebschaft präsentiert hat, die ihn an Land ziehen sollte, dass man sie wirklich angesetzt hat auf die Zielperson Jan Maschalek, um ihn reinzuholen in diese russische Geheimdienstumgebung. Und das hat dann offenbar auch funktioniert. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist sozusagen, also kann man das eurer Recherche zufolge klar formulieren, von welcher Seite da sozusagen die Kontaktaufnahme stattgefunden hat oder war das ein sozusagen gegenseitiges Aufeinanderzubewegen? Nein, also diese Frau, Natalia Slobina, wurde ihnen präsentiert von einem anderen russischen, auch sehr dubiosen und windigen Geschäftsmann, der irgendwie auch aus entsprechendem Umfeld stammt und genau im richtigen Moment. Und diese Frau hat ihm dann wieder anderen Menschen vorgestellt, die im russischen Geheimdienstkreisen agierten. Und das war sozusagen der Auftakt irgendwie seiner Karriere dann 2013, 2014 irgendwie in diesem russischen Geheimdienstumfeld. Ich würde mit euch gerne noch einmal den Blick auf die deutschen Behörden richten. Vorher will ich aber noch einmal eine Frage nehmen von Benny the Bless, der uns fragt, hat der Typ eigentlich noch Vermögen durch den Betrug oder ist er ohne Mittel geflohen? Was könnt ihr dazu sagen? Vielleicht an dich die Frage, Nils. Bei seiner Flucht, da sind inzwischen eine ganze Reihe von Details inzwischen bekannt, hatte er Hilfe auch aus seinen Netzwerken, insbesondere aus Österreich, von früheren Geheimdienstlern aus dem BVT, dem damaligen österreichischen Verfassungsschutz, die ihm Piloten zur Verfügung gestellt haben, Flugzeug zur Verfügung gestellt haben. Wie seine Finanzmittel aktuell in Russland aussehen, habe ich keine konkreten Informationen. Er wird dort von russischen Diensten, so, davon kann man ausgehen, aktiv geschützt, wurde ja auch mit dieser Tarnidentität versehen, von der wir schon berichtet hatten. Aber in welchen Verhältnissen er dort genau lebt, kann ich wenig dazu sagen. Ein Kommentar, den wir bei YouTube bekommen von Marc Korflöhr, der lautet, da unser Geheimdienst schläft. Das wollen wir vielleicht einmal als Stichwort nehmen. Und zwar auch deutsche Behörden haben mit Wirecard zusammengearbeitet, beziehungsweise haben Wirecard als Finanzdienstleister benutzt, zum Beispiel um Zahlungen an V-Leute, ich will es mal übersetzen, also im Grunde verdeckte Ermittler zu tätigen. Besteht also die Gefahr, dass da sensible Informationen von deutschen Ermittlungsbehörden möglicherweise an ausländische Geheimdienste geflossen sind, Thomas? Ja, inwieweit die nur über Wirecard geflossen sind oder inwieweit sie über die Netzwerke von Maschalek geflossen sind, der auch auf Geheimdienstkontakte zugegriffen hat, kann man nicht so ganz klar auseinanderhalten. Aber natürlich als Finanzdienstleister hatte Wirecard Zugang zu allerlei geheimen Daten. Es war nicht nur aus dem Sicherheitsapparat, aber eben auch aus großen Unternehmen, mit denen sie zusammengearbeitet haben. Und die hat er auch abgefragt und zusammengetragen. Und er hat einmal, das lässt sich im Nachhinein rekonstruieren, behauptet, er müsste all diese Daten für den BND
zusammentragen. Der BND hat das natürlich im Nachhinein verneint, denn er hätte natürlich niemals so einen Auftrag an Wirecard gegeben. Deswegen liegt eben der Verdacht sehr nahe, dass diese Daten dann am Ende in Russland gelandet sind. Mhm. Und zum Zweiten hat er sich dann tatsächlich nun an sein Abfragenetzwerk genutzt, mit dem aus westeuropäischen Behörden geheime Informationen abgefragt worden sind über seine Geheimdienstkontakte, die er sich mit seinen österreichischen Beratern aufgebaut hat. Und da flossen, soweit wir das rekonstruieren konnten, in diversen Fällen geheime Informationen aus eigentlich geheimen westeuropäischen Datenbanken Richtung Moskau. Wir haben es jetzt eingangs schon gesagt, also es war für euch auch eine extrem aufwendige, eine investigative Recherche. Wie gefährlich war dieses Vorgehen? Ich meine, ihr habt da sozusagen in einem sehr finanzstarken Umfeld recherchiert, auch im Kontext von Geheimdiensten. Ja, wie gefährlich war dieses Vorgehen, was ihr da gemacht habt, Thomas? Also zum einen muss man sagen, dass einer unserer Mitarbeiter ja tatsächlich eine ganz konkrete Bedrohungslage hatte. Wir arbeiten ja mit dem Kollegen Christoph Groschow zusammen, der von der russischen Investigativplattform Bellingcat eigentlich ursprünglich kommt, der in Österreich lebte und der tatsächlich dann, so hat sich herausgestellt, und wir haben dazu dann die E-Mails und die Chats gesehen und alle konkreten Beweise, die das zeigen, abgefragt wurde von Mitarbeitern von Marshallek schon 2020. Um ihn auszuspionieren, weil er halt eben über Marshallek schlecht geschrieben hatte. Das zum einen. Und zum anderen gab es tatsächlich dann eine wohl konkrete Bedrohungslage, sodass er von westeuropäischen Sicherheitsbehörden gewarnt wurde und Österreich verlassen musste, sehr hoppla hopp mit seiner Familie, weil es tatsächlich dann um sein Leben ging. Das ist nur an dem einen Fall zu sehen, dass es tatsächlich in einem Umfeld sich alles abspielt, das alles andere als lustig ist, ja. Nils, wenn wir nochmal auf die deutschen Behörden schauen, also der Geheimdienst wurde hier in den Kommentaren bei uns schon angesprochen. Natürlich, wenn es um Geld geht, ist auch eine Behörde in Deutschland in charge, und zwar die deutsche Finanzaufsicht, die BaFin. Haben jetzt anknüpfend an eure Recherche die deutschen Behörden, Stichwort eben auch die BaFin, möglicherweise da verschlafen, oder war man vielleicht auch geblendet von dem angeblichen Erfolg, den Wirecard präsentiert hat? Also ganz konkret zur Rolle der BaFin sind inzwischen eine ganze Reihe an Informationen bekannt, die kein gutes Licht auf die Arbeit der Bankenfinanzaufsicht werfen, dass sie ihrer Rolle, Anleger zu schützen, auf jeden Fall nicht nachgekommen sind. Es gab lange Zeit Gerüchte, Presseberichterstattungen über Probleme bei Wirecard, besonders bezogen auf Finanzkriminalität, auf Betrug, auf Bilanzfälschung. Und die wurden über Jahre hinweg heruntergespielt. Es wurden teilweise Meldungen herausgegeben, die Anleger beruhigen sollten, dass dort alles in Ordnung ist. Es wurden ein Verkauf von Leerverboten ausgesprochen. Und man hätte vieles von diesem Skandal, nicht nur die ganzen Geheimdienstverbindungen, die jetzt bekannt geworden wären, sondern auch die finanzielle Seite des Ganzen, hätte man auf jeden Fall früher entdecken und früher aufklären können. Es gab einen Untersuchungsausschuss zum Thema Wirecard, aber auch da muss man aktuell festhalten, dass der bei weitem nicht alle Fragen beantworten konnte, nicht alle Informationen zusammentragen konnte, was man auch daran sieht, dass jetzt im Nachhinein Rechercheteams von Medien immer wieder neue Funde zutage fördern. Du sagst es, es sind Rechercheteams, es sind Journalisten und Journalisten, die da diese Arbeit jetzt machen. Im Grunde ist das ja aber auch sozusagen was in der Verantwortung eben von zum Beispiel der BaFin oder auch von Geheimdiensten liegt. Also Thomas, was wäre deine Einschätzung, wie kann man eine solche Recherche, beziehungsweise nicht die Recherche verhindern, aber das, was ihr jetzt aufgedeckt habt, in Zukunft verhindern? Das ist eine gute Frage. In dem Fall ist ja wirklich alles entgangen und man konnte es ja offensichtlich auch aufklären. Wir haben zum Beispiel gesehen, dass er über 60 Mal nach Russland geflogen ist, innerhalb von wenigen Jahren, mit 6 verschiedenen Pässen und einem Diplomatenausweis. Und um einen ganz konkreten Fall noch zu nennen, er ist nach Syrien geflogen, zusammen mit dem Geheimdienstchef der Söldnertruppe Wagner, der ihn abgeholt hat in München, um dann mit Marshallek nach Syrien zu reisen, während dort Krieg war. Das ist ja nun nicht irgendwie gerade ein kleiner Betriebsausflug. Aber wenn man mit den Sicherheitsbehörden hier redet, dann heißt es, naja, das war halt ein Manager. Was sollen wir irgendwie alle deutschen Manager, die nach Russland reisen, verfolgen? Aber man sieht ja,
so einfach kann man sich das natürlich nicht machen. Also die Reisen waren sehr auffällig und die Leute, mit denen er gereist ist, stehen natürlich irgendwie auch auf Beobachtungslisten. Dass das nicht aufgefallen ist, ist schon sehr erstaunlich. Und wie das in Zukunft verhindert werden soll, das ist eine gute Frage. Man würde hoffen, dass die Geheimdienste auch mehr Möglichkeiten bekommen, um das im Zweifelsfall eben auch selber zu recherchieren. Zum Beispiel der Einsatz von Gesichtserkennungssoftware ist natürlich eine hoch umstrittene Sache, wenn es immer um offizielle Einsätze durch deutsche Behörden geht. Das sind natürlich dann politische Diskussionen, die man führen muss. Mhm. Thomas Schulz und Nils Metzger, vielen Dank, dass ihr euch heute Abend die Zeit genommen habt und danke, dass ihr von eurer Recherche erzählt habt. Danke euch. Danke, schönen Abend. Ja, also eine extrem spannende Recherche, die viele Fragen aufwirft. Und über diese neue Recherche kann ich jetzt sprechen mit Roderich Kiesewetter von der CDU. Er ist der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das für die Kontrolle der Geheimdienste zuständig ist. Guten Abend nach Stuttgart. Grüße Sie. Guten Abend, Herr Wortmann. Grüße Sie. Herr Kiesewetter, was war Ihre erste Reaktion, als Sie die Recherche gelesen haben? Nun, ich beschäftige mich mit dem Thema schon seit einigen Jahren und mir war immer irgendwo bewusst, dass es sich hier um ein etwas Größeres handeln muss. Und nun wird offensichtlich, was die Herren Schulz und Metzger ja auch klar gemacht haben, dass es eine groß angelegte russische Nachrichtendienstoperation war. Und wir müssen davon ausgehen, dass ein Ziel auch war, den deutschen Finanzmarkt zu diskreditieren. Und das war etwas, was mich die letzten 2 Jahre sehr bewegt hat, seitdem der Niedergang von Wirecard immer offensichtlicher wurde und sich Herr Marschalek offensichtlich nach Russland abgesetzt hatte. Also diese Punkte waren im Vorfeld bekannt, aber wir haben nicht die strategische Haltung oder das Kalkül möglicher Gegner gesehen. Und deswegen müssen wir auch in diesem Bereich auf eine Zeitenwende setzen. Ansonsten verpufft das Ganze. Wir sind Opfer einer groß angelegten russischen Nachrichtendienstoperation geworden. Nicht nur Wirecard, sondern der deutsche Finanzmarkt. Mhm. Aber Herr Kiesewetter, man fragt sich ja wirklich, wie das sein kann, dass da jemand über Jahre Informationen an den russischen Geheimdienst weitergibt. Teilweise ja auch sensible Finanzdaten, Finanzströme von Behörden, zum Beispiel vom BKA. Und kein Mensch kriegt es mit. Wie kann das sein? Nun, das müssen wir aufarbeiten. Es gab ja einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. Teile seiner Unterlagen sind eingestuft, aber Sie haben es selbst gesagt, es wurde nicht in der großen Breite ermittelt, weil nicht alle Unterlagen klar vorgelegt wurden. Das Zweite ist, dass unsere Dienste nicht für Finanzermittlungen ausgelegt sind. Das hapert nicht nur an einer Erkennungssoftware für Gesichter, sondern es hapert auch daran, dass die FIU, die Financial Investigation Unit im Finanzministerium und auch die BaFin nicht mit den Nachrichtendiensten zusammenarbeiten, in Klammern dürfen. Wir müssen hier uns sicherheitsrelevanter aufstellen. Wir brauchen eine strategische Kultur, die uns bewusst macht, dass Russland ganz breit international agiert. Es klang Afrika an, die Gruppe Wagner. Es klang aber auch das Vorgehen in Syrien an, auf dem Balkan und vieles andere mehr. Und das bedarf eben einer breiteren Sensibilisierung. Und es muss auch daran liegen, dass das Kanzleramt nicht nur in der letzten Regierung, sondern auch jetzt eben mehr Vertrauen in die Dienste hat und umgekehrt die Dienste auch besser ausgestattet werden. Wir reden ja in unserem Land mehr über Überwachungsgesamtrechnung zum Schutz der Bürger als über eine Bedrohungsgesamtrechnung zum Schutz unserer Gesellschaft. Also wir brauchen hier ein Umdenken und deswegen ist es dazu gekommen, weil wir das nicht wahrhaben wollten. Mhm. Aber trotzdem, also das sind natürlich jetzt sehr renommierte Journalisten, die da gerade, von denen wir gerade von dieser Recherche gehört haben, die da auch ja, sehr gute Rechercheinstrumente angewendet haben. Trotzdem sind es Journalisten, die das jetzt aufgedeckt haben und keine Ermittlungsbehörden. Wieso haben die das nicht entdeckt? Das ist eine sehr gute Frage, die wir uns in unseren Gremien auch stellen. Und es wird sehr viel Nacharbeit brauchen. Deswegen unterstütze ich als stellvertretender Vorsitzender des PKGR den Vorschlag des Vorsitzenden Konstantin von Notz, dass wir einen Sonderermittler brauchen. Es ist die Frage, ob das über den Generalbundesanwalt läuft oder tatsächlich dann entsprechend mit den entsprechenden juristischen Möglichkeiten ein Sonderermittler eingesetzt wird. Das geht viel breiter. Es ist ja nicht nur der Finanzmarkt, es ist die Art und Weise des Zusammenspiels der deutschen Finanzbehörden, der Dienste, aber auch wer wusste was, wer war wann wie eingeschaltet. Auch die Rolle des damaligen Finanzministers ist zu klären. Auch wie, mit welchen Daten es in den
MDAX kam oder in den DAX kam, pardon. Also welche Täuschungen vorgefunden wurden, die man übersehen hat. Und dazu kommt ferner, dass wir eine Schadensanalyse machen müssen, wenn es zutrifft, dass russische Dienste da womöglich Geld gewaschen haben oder umgekehrt deutsche Sicherheitsbehörden V-Leute abgerechnet haben oder Dienstreisen finanziert haben. Das muss man alles prüfen, welche Daten sind abgeflossen. Das ist eine größere Geschichte, die man nicht aus der Hüfte lösen kann. Also das wird noch auch mal ein parlamentarisches Nachspiel haben müssen. Halten Sie es denn für möglich, dass es da eventuell auch Lecks bei den Behörden gab? Darüber will ich nicht spekulieren. Das ist auch Aufgabe des Sonderermittlers. Alles klar. Dann lassen Sie uns noch einmal den Blick auf die Finanzaufsicht BaFin werfen. Wie kann es sein, dass diese Unstimmigkeiten in den Bilanzen da nicht aufgefallen sind? War man da vielleicht auch, sagen wir mal, geblendet von dem Erfolg, den Wirecard da präsentiert hat? Nun, es war in den Medien auch zu lesen, dass einige Angehörige der BaFin sich auch bei den Wirecard-Aktien engagiert haben. Es ist also tatsächlich so, dass dieser Hype einer scheinbar modernen Firma viele geblendet hat. Und das ist etwas, was uns auch resilienter machen muss, aufmerksamer machen muss, dass man nicht gleich alles glaubt und noch erheblich vorsichtiger sein muss. Und hier sind vielleicht die einen oder anderen Testate oder Zertifikate zu wohlwollend ausgefallen. Das muss alles auf den Prüfstand und sorgfältig geprüft werden, weil mir noch als Abgeordneter etwas wichtig ist, das Vertrauen in den deutschen Finanzmarkt. Es ist ja eine Operation, die jetzt in der Hochphase des völkerrechtswidrigen Kriegs Russlands gegen die Ukraine hochkommt. Und wir haben bald Europawahlen, wir haben in manchen Bundesländern Gemeinderatswahlen und im Herbst Landtagswahlen. Das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Sicherungssysteme, aber auch in den Finanzmarkt, darf nicht erschüttert werden. Deswegen muss alles so rasch wie möglich und so intensiv wie möglich aufgeklärt werden. Und deswegen haben wir hier eine ganze Reihe schnell zu lösender Aufgaben vor uns, auch bis hin, es klang ja vorhin an, Anpassungen des Rechts der Dienste bis hin zu Übermittlungsvorschriften, ohne das Kind mit dem Bade auszuschütten. Mhm. Aber wir müssen prüfen, wo es womöglich noch vergleichbare Fälle gibt. Herr Kiesewetter, abschließend vielleicht nochmal, es geht, Sie haben es gerade auch angesprochen, es geht wirklich um viel Geld von Anlegerinnen und Anlegern. Welche konkreten Fehler bei den Behörden sehen Sie und wie soll in Zukunft sichergestellt werden, dass sich das, was die Kollegen da jetzt recherchiert haben, nicht nochmal wiederholt? Ich bin Außenpolitiker und kein Finanzmarktexperte, aber ich möchte schon sagen, dass wir einerseits eine intensive parlamentarische Kontrolle in diesem Bereich brauchen und auf der anderen Seite wir eine Bündelung der Überprüfung der Finanzmarktinstrumente brauchen. Ich gehe so weit, dass dies auch ein Argument für einen nationalen Sicherheitsrat sein könnte, weil hier verschiedene Bereiche in Wirtschaft, in den Finanzen, aber auch in den nachfolgenden Organisationen, im Bankenwesen, in den Diensten betroffen sind. Das ist ein Punkt, der zentral geklärt werden muss. Und deshalb sollten wir keine vorschnellen Urteile ziehen, aber deutlich machen, dass hier Russland ein großer Schlag gegen das deutsche Finanzsystem gelungen ist und offensichtlich deutlich mehr Informationen auch in andere Richtungen abgeflossen sind. Das ist also etwas, was mehr als ein Skandal ist. Und deshalb erwarte ich hier höchste Sensibilität in der Regierung und höchste Sensibilität bei den Diensten. Hier geht es um Vertrauen der Bevölkerung, dass nicht zerstört werden darf, sondern sehr rasch wiederhergestellt werden muss. Und es muss auch ein klares Signal sein, dass wir Russland nichts mehr durchgehen lassen dürfen. Also die Frage der Unterstützung der Ukraine muss enden in einem whatever it takes. Und Taurus ist nur ein kleiner Beitrag. Aber wenn die Ukraine fällt und dieses Gebaren dann weiter um sich greift, dann müssen wir auch prüfen, welche Ursachen die Flüchtlingsströme 2015 hatten. Und dass Putin jetzt auch wieder auf den Zerfall der Ukraine und weitere Flucht und Vertreibung setzt, sieht man, wie breit das russische Instrumentarium ist, unsere freien Gesellschaften zu fordern. Und deswegen mehr Sensibilität gegenüber Moskau. Sagt Roderich Kiesewetter, der stellvertretende Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Abend. Herzlichen Dank, Herr Wortmann. Soweit unser ZDF heute live zur Recherche rund um Wirecard, Jan Marschalek und die Verbindung zum russischen Geheimdienst. Die ganze Recherche können Sie natürlich nochmal nachlesen in der ZDF heute App oder bei den Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel. Danke euch für heute fürs Zuschauen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.